Muss ich sagen, ich habe den Einser schon mal auf Steam gespielt. Mit deiner Sünde hast du die uralten Gebote gebrochen und ein Band mit einem des Lichts eingelassen. Unsere Gesetze sind eindeutig. Sie verlangen deine ewige Einkerkerung. Was das unreine Kind anbelangt, es darf den Pfad der dunklen Künste nie betreten. Spiele ist ab 16, okay. Ja, Legend of Zelda, keine Ahnung. So. Was habe ich denn als Rumble-Funktion? Steuerung? Ich kann sogar mit Touch einstellen. Kamera an. Toneinstellung. Wollen wir das mal chinesisch machen von Jan? Nee, ich finde Englisch eigentlich schon ganz okay. Anzeigeeinstellung. Dieses Spiel speichert automatisch. Bitte schalten Sie Ihre Konsole während des automatischen Speicherns nicht aus. Es gibt so viele Leute, die sowieso... Wollen wir normal oder leicht spielen? Ja gut, komm. Wir probieren's. Dü. Hat das ein Universum voller Licht, Schatten und vorgetäuschter Realität? Willkommen zurück im Mittelalter. Das ist das Tutorial. Böse Engelswesen wollen unseren Bräuten aufs Maul hauen. Long since erased from the records of time. There once existed two European clans who served as overseers. Muss erstmal mit der Steuerung wieder vertraut werden. The Umbra Witches, dwellers of the darkness, and the Lumen Sages, die Lumenweißen Herrscher des Lichts, und die Umbra Witches, die Bösen. The great respect and their efforts to maintain the balance between them defended the just passage of time. Yet one day, that balance was toppled. Oh, ich finde die Steuerung hier komisch. Okay. The once harmonious clans fell into disagreement and stoked the flames of hatred against each other, resulting in an era of strife. The conflict between the Umbra and the Lumen threw all of Europe into a chaotic loop of battle, ambush, assassination, and casualty. It was truly a gruesome duel. Quite the tremendous radiance of God shining upon them, the Lumen sages were gradually weakened by the assault of the secretive Dark Witches. Years after the balance was lost, the war had ended in the Umbra Witches' favor. Zum Geier. Ja, ne? Ich habe das Gefühl, das Dreier war Pixar. Aber jeder fängt mal klein an. Auf jeden Fall noch das Intro, also wir können ja hier einfach. Aber cool gemacht. Their victory was short-lived.
Fearing the witch's dark abilities, humans began to condemn the remaining Umbra. They launched the witch hunts, rounding up the battle. Während Hexen jagten, fingen sie von dem kampfgeschwächten Gegner an und bezwangen all jene, die sich wehrten. Human faith in the miracles of their god pushed the witch hunts further, and soon the Umbra witches, keepers of the darkness, were extinguished from the earth. Okay. Alle bis auf eine Umbra-Hexen sind also gestorben, weil die Menschen eine Hexenjagd gemacht haben. Okay, die werden wegen irgendwas gejagt, weil sie wahrscheinlich so sind, wie sie sind. Normalerweise kann man da... Heute. Buffalo of Blood. Können die Filmsequenzen theoretisch überspringen? Hut. Vollidioten. Ihr seid... Wähle Kostümwechsel, um Bayonettas Kostüm zu wechseln. Okay, das ist cool. Oh, wirklich? Ist das so ein Nintendo-Exclusive-Ding? Okay, das ist echt... Das ist nicht schlecht. Ich meine, Samus? Link? Prinzessin von Sarasaland. Oh, ist das Daisy? Daisy oder Rosalina? Daisy müsste das sein. Im Minirock ist klar. Und Peach. Aus dem Kleiderschrank der Prinzessin des Pilzkönigreichs mit ein paar kleinen Änderungen. Was? Kamehame Furz, die in grün. Wirklich? Mein Minirock, ne? Ich bin Bayonetta. Ich meine, wir können es ja wechseln. Wir können es ja mal... Hoffentlich. Kapitel wählen. Wir können es... Vorraum, Hexenverfolgung, Vorraum, okay. Dude. Oh, ich glaube, das Level hätten wir mit einem normalen Dingsbums lassen sollen. Team Little Angels. Aha. Firmenlogo verrät alles. Seit 2066. Yuji Shimomura. Shimomura. Producer Yusuke Hashimoto. Geboren 1975. Hideki Kamiya. Director. Hadek. It looks like Humpty Dumpty's taking his last fall. Even all that vom Grabstein gepisst. Selbst der Eierkopf wird am Ende platt gemacht. Verstehe immer noch nicht, was ich hier soll. Ich liefere die Ware doch nur ab. Hey, ich wette, du weißt nicht, was heute für ein Tag ist. Aus dem Buch des Herrn vorzulaufen bringt nichts. Wir haben nur darauf gewartet, dass das Arschloch abkratzt.
Seh dich doch mal an. Niemand da, der um Humpty Dumpty trauert. Aber Schein muss wohl gewahrt werden. Wenn wir uns nicht um ihn kümmern, kümmern die uns um uns. Und ich mag keine Zementschuhe. So ist das halt mal in unserer Stadt. Wenn sich gute Seelen wie wir nicht um Bestattung kümmern, wo kämen wir denn hin? Natürlich verdienen wir nicht schlecht dabei. Mann, glaubst du den Scheiß etwa? Ich jedenfalls sage, hoffentlich schmort er in der Hölle. Oder er wird dort wenigstens gut gebraten. Du kannst beten, so viel wie du willst. Aber der Kerl trifft den Großen, wenn er Gott zum Frühstück nur... Das war zu schnell. Apropos Hunger, sind wir hier fertig? Meine Brut bäckt mir heute einen Geburtstagskuchen. Diese Rotzlöffel sind das, ich sag's dir. Well then, adios. What the fuck? They're here? For this douchebag? Ich hasse das Licht, ich kann nichts sehen. Kannst sie doch sehen, oder? Eine weiße Nonne. Interessant. Wenn ich das Spiel nicht kennen würde, würde ich sagen, es ist Blasphemie. Das ist bestimmt ein sehr braves Spiel. Guck mal, die hat noch nicht mal ein Röckchen an. Dritte Sphäre, Affinity. Die Aufmachung finde ich ja schon geil. Okay. So räumt man mit bösen Jungs auf. Ich bringe dich ins Bett. Ja, das sag ich nicht nein? Mama machen. Jetzt kann er beten, ne? Er ist also noch nicht tot. Okay. Daddy ist hier. Okay, das hat Stil. Wenn du stirbst, muss ich nur noch das Loch beugen, um meine Schulden einzutreiben. Böse kleine Engel, ihr verdient eine ordentliche Tracht Prügel. Yo. Link!
So hat er sich also verwandelt. Verstehe. Herrlich. Ja gut, mit dem Kostüm ist es jetzt nicht so gut. Okay. Was soll ich denn mit diesen Cheap Toys machen? Ja, ich weiß ja nicht, wie das funktioniert, aber das sind doch mal Absätze. Also Mädels, wenn euch die Absätze abbrechen, einfach mal ein paar Knarren genommen. Diese Posen. Lolli! Dieser Humor, ich liebe ihn einfach. Das wird ein Home Run. Das. Herrlich. Da läuft immer noch Musik, zu der ich tanzen kann. Gut. Bewegen. Ja, ich will aber Controllersteuerung, okay? So, Tutorial? So, was haben wir hier? Wähle Angriffe aus mit ZR. Okay. Haben sie doch bestimmt nur Weiche im letzten Moment aus, um Hexenzeit zu erreichen. Okay. Ach, komm schon. Okay. Feinde bewegen sich vorübergehend in Zeitlupe. Okay, das ist cool, weil normalerweise sind es ja solche Dingsbums-Teile. Solche Heiligenscheine, aber hier als Link hast du jetzt die Rubine. Was mir durchaus gut gefällt. Muss erstmal wieder.
Ob man da jetzt Münzen bekommt, wenn man zum Beispiel ein Peach-Kostüm benutzt? Man hat ja übrigens auch die Soundtracks von Link. Ja, die kriegst du wahrscheinlich nur mit... Jo, kann man mal machen. Okay, finde ich okay. Schließe. Ah. Ah, stimmt, so geht das. Sehr flexibel, die Kleine. Hier kannst du es mit Arm machen. Okay. Na komm, du Lümmel! Also das Kostüm macht halt Bayonetta so ein bisschen kaputt, weil es irgendwie... Es ist nett, aber sieht komisch aus. Ich weiß nicht. Zerstößt gegen die Regeln, sage ich dir. Na, dann hol mir den Lümmel mal raus. Um die Dauer deines Sprungs zu verlängern. Okay. Ich mach mir halt echt Gedanken um die Musik aktuell. Ein bisschen... Ups! ja. Ouch. Haven't you figured it out yet? There's no quarter for you in this world. No quarter for you in this world. Na komm. Ich würde so Kopfschmerzen kriegen. Blutsphären am Brass, okay. Kann man mal machen. Ich habe viel zu viel Schaden gefressen. Sollte Geld von Rodin verlangen, dass ich die Dinge überhaupt anfasse. Hast du eine Ahnung, was die Reparatur kosten wird? Im Teufel bin ich in die Scheiße geraten. Hier fährt man auch richtig cool Motorrad. Edna. Okay, schnurrt jedenfalls noch wie ein Kätzchen. Jetzt zur Sache, die du für mich überprüfen solltest, Enzo. Reden wir doch ein bisschen. Ich werde von unsichtbaren Dingern durch die Luft geschleppt. Und du willst plaudern. Das ist doch schön, wird nie was langweilig. And you're liable to wake Eggman from the dead. And I don't think either of you would like that. Das würde keiner von euch wollen. Ich habe das Gefühl, dass du dich bei unserem nächsten Spezialobjekt beeilen musst. Before the shit hits the fan.
ehe der Scheiß richtig losgeht. Was mit unserem Eierkopf? So ein netter Kerl. Wir müssen nur sicherstellen, dass wir ihn nicht rauswerfen und er zurückkommt. Da hilft nur ein Blumenbeet. An die Schaufeln. Was? Das fand ich immer noch. Du hast ihn gehört. 5 Minuten. Oder du musst zu Kuchen und Kerzen laufen. Ich verstehe die Story nicht so ganz. Aber ich finde das Kostüm grausam. Ich will alle Kostüme mal ausprobieren. Ich bin geliefert. Ich werde jeden Cent für die Reparatur ausgeben müssen. Wenn ich den Mistgel in die Finger kriege, der mir mein Auto so zugerichtet haben. Aufpassen, Süßer, wenn du wüsstest, dass wir das waren. Wie kannst du so ruhig bleiben? Du wirst doch hier auch verarscht. Von allen zwielichtigen Gestalten der Stadt hat es noch nie jemanden mit Gottes Boten zu tun bekommen. Und dann noch die Nonnenkluft. Im Leben nach dem Tod gibt's Ärger. Ich mag die Verkleidungen eben, sagte sie mit dem Link-Kostüm. Und erst die Spielsachen. Vor 20 Jahren bist du in einem Sarg auf dem Grund des Sees aufgewacht. Und wusstest nur noch, dass du eine Hexe bist. Und jetzt musst du jeden Tag diesen Typen mit den Leuchtringen umbringen. Weil sie dich sonst in die Hölle schleppen. Und ich dachte, mir ginge es mies. Aber göttliche Gestalten zu besiegen? Mieser als das geht's eigentlich auch gar nicht mehr. Von dir würde ich meine Biografie nicht schreiben lassen. Ich kümmere mich um die Beerdigung, du um die Information. Das war der Deal. Ich arbeite gerade umsonst. Gönn mir wenigstens einen Drink bei Rodin, wenn du mich zum Verhör einschleppst. Die Infos sind gut. Das Hyrule-Schild, herrlich. Bisschen Vergangenheit ist auch dabei, ich schwöre. Ein Geschenk von jemandem? Schade, dass ich Wanzen nicht ausstehen kann. Ist halt eine Lady. Ich nehme an, wir kriegen Gesellschaft. Warum nicht? Kann man mal machen. Hat auch nie Ruhe, ne? Kann ich ja nicht zurück zum Untermenü? Ja. Okay. Ist zu brutal. Okay. Ich meine, wir wissen ja, wer es ist. Wir haben ja 3 gespielt. Ja, so kann man sich die lästigen Stalker auch vom Hals halten. Soft.
Muss ich jetzt? Kann man mal machen. So eine eiserne Jungfrau ist doch super. Vor allem platzt sie schön. Herrlich. Okay, ich muss meine Magieanzeige füllen, indem ich Feinde angreife. Das verstehe ich. Und dann muss ich einen Folterangriff machen. Verstehe. Erstmal den Arsch versohlen. Ohne Villotine. Kann man mal machen. Wäre ein Peach oder ein Daisy Outfit so cooler. Oh nein! Ich verliere es ja, wenn ich getroffen werde. Fuck, war ja was. Scheiße, ich hab's verkackt, weil ich zu lange gebraucht hab. Oh nein! So, wunderbar. So, Magieanfallzeige müsste voll sein. Ah, es ist immer die gleiche. Ich weiß halt nicht, wie man das steuern kann. Es gibt nämlich mehrere. Es gibt also Bonus, wenn man das macht. Okay. Oh, reines Platin. Kein Schaden bekommen. Not bad. Kann man mal machen. Mit dem Feind einfach mal ein bisschen rumtanzen. Hallo, Ladies. Tja. Wenn die anmachen, nicht klappt. Auch wenn sie gut ist. Dann ist halt weggeballert. Das ist ein schönes Duett. Weg. Wir sind immer noch in dieser Hexenzeit, sozusagen, glaube ich. Ich muss das Kostüm wechseln. Ich finde das komisch. Der Hut sitzt.
Oh Mann, dieses Spiel. Erstmal in der Bahn Schnaps gönnen. Ist natürlich nur Traubensaft. Even perk the ears of the hotheads down home. You don't say. Was du nicht sagst. Die Welten lassen sich kaum. Die Welten lassen sich kaum mehr unterscheiden. Human world. Menschenwelt. Inferno. Inferno. Paradiso. Paradiso. Wo ist der Unterschied? Und dann noch Purgatorio in der Mitte. Wenn man da drin lange genug kämpft, ja, woher das plötzliche Interesse an Metaphysik? Geht ums Gleichgewicht. Auch wenn ein paar von denen sich gerne mit den Menschen anlegen. Wir sind alle schuld am Status Quo. Wenn dieser Scheiß so weitergeht, ist die Offenbarung des Johannes unser kleinstes Problem. Himmel und Hölle werden sich gegenseitig an die Gurgel springen. Himmel und Hölle können sich von mir aus auch in Stücke reißen. Ich habe meinen eigenen Ärger. Etwas stimmt nicht. Das war alles ein bisschen zu unverschämt. Um Enzos Hinweis ist das Timing zu perfekt. Das stinkt nach einer Falle. Jemand aus diesen verlorenen Erinnerungen ruft nach dir. Oh yeah! Ich habe was für dich. Diese Schätzchen sind was Besonderes. Nach dieser Mischung würde sich der Teufel die Finger lecken. Das sind die einzigen. Also mach sie nicht kaputt. Er hat gerade Hunger gekriegt. Ich meine, es ist Bayonetta. Klar. Calling me out. Soll das ein Angebot sein? Auf sowas lasse ich mich nicht ein. Allerdings habe ich diese Schwächlinge satt, die sie auf mich hetzen. Vielleicht soll ich mir etwas Höheres suchen. Hast heute ziemlichen Dürsten. Ich will mich ja nicht einmischen. Aber hast du nichts Besseres zu tun? Die Typen sahen nicht so aus, als würden sie dich in Ruhe austrinken lassen. Tja, zu lange geschwafelt, ne? Enzo, her drinks are going on your tab, buddy. Eine Dame trinkt und verschwindet. Fertiger Versager. Ihre Drinks gehen auf deine Rechnung. Gut. Kann man mal machen. Ich bin einmal gestorben. Ja, war zu erwarten. Eine goldene Auszeichnung nehme ich mit. Kann ich jetzt in den Prologen das Kostüm ändern? Das wäre cool. Was? Es wird Engelsangriff gespielt. In dem spannenden Schießspiel musst du auf Engel zielen und feuern, um möglichst viele Punkte zu erreichen. Für jede Arcade-Kugel, die du findest, bekommst du 3 weitere Schüsse. Triffst du mehrere Engel oder nimmst lebenswichtige Teile unter Beschuss, bekommst du Bonuspunkte. Stellst du den Rekord auf dieser Maschine auf, gibt es eine stattliche Belohnung. Entwickelt und verteilt von diesen bösen Freunden bei Platinum Games. Alter, das kannst du echt vergessen bei mir. Naja, 13 Punkte, damit kriege ich nicht viel.
Warte mal, wenn ich B tausche, kann ich die Dinge in Abzeichen. Also es ist die Kohle sozusagen. Ja, Bayonetta 1 war noch nicht so cool wie 3. Ich will aber nochmal das Kostüm ändern. Ah, das kann ich machen. Das ist gut. Held von Hyrule. Das ist auch okay. Prinzessin von Sarasaland. Was ist das denn? Ich kenne Sarasaland nicht. Ich kenne es halt wirklich nicht. Engelsmetropole. Ja, speichern wir mal ab. Müssen wir mal gucken. Und let's go. Also, dass der Rock ein bisschen kurz ist. Ich habe gehört, dass jemand in Europa versucht, eine Riesenklunke auf dem Schwarzmarkt zu verscherbeln. Er nennt es das rechte Auge und meint, es gehört zu den Augen der Welt. Klingt ganz nach dem, was du suchst, oder? Ist schon komisch. Da wandert dieser Stein seit Jahrhunderten durch die Hände der Mächtigen, verschwindet und der Schwarzmarkt interessiert sich plötzlich brennend drauf. Der Preis ist allerdings dermaßen hoch, dass ihn am Ende niemand mehr will. Also verschwinden die Klunker wieder. Natürlich erst, wenn jeder weiß, wo der Kerl steckt. Es wird dir gefallen. Ich liebe es, die Reichen aufzumischen. Wenn du loslegst, denk an die Mühe, die dein guter Kumpel Enzo sich gegeben hat. Bring mir ein paar Souvenirs von den Bonzen mit, okay? Du solltest dich beeilen, ehe die Spur kalt wird. Also, er hat irgendwie irgendeine heiße Spur zu unserer Vergangenheit gefunden. Wir haben als Bayonetta wahrscheinlich unser Gedächtnis verloren und müssen jetzt wissen, wer wir sind. Und kriegen jetzt so teilweise so Stück für Stück Flashbacks. Wir haben sogar eine Krone auf. Und wenn wir in der Zwischenwelt sind, sind die Menschen halt so, ja, durchsichtig. Ich wiederhole. Das sieht so komisch aus mit dem Kostüm. Wir können also durch die durchlaufen. Hier bist du nun endlich, meine Treue, Teures. Wer ist das? Sieht buggy aus mit den Skins. Ja, die passen nicht wirklich ins Ambiente, finde ich. Wir testen alles mal aus, bis wir das Kostüm mal ausziehen. Vor allem muss ich mit der Steuerung klarkommen. Weil die sind ja farblich bedingt und auf dem Xbox-Controller war das halt mit den Farben ziemlich genial. So, das ist also das Paradies. Sieht komisch aus. Hat hier wenigstens noch was drunter? Können wir das zeigen? Ja, können wir. Ja, könnte Amorant sein. Also wir können jetzt Intelligenzien sammeln, indem wir alles hier zerstören. Okay, dann ist das Prinzessin Daisy oder soll es zumindest sein. Ja, die Menschen wissen nicht, was abgeht. Die Frage ist nur, wo gehen wir weiter? Au. Ich glaube, wir müssen hier durch. Die Wand
Wie in der Wand eingelassene Kugel strahlt ein bizarres Licht nachhallenden Klang aus. Wenn man sich hier nähert, scheint sie heller zu leuchten. Reagiert, als reagiere sie mittels einer eingebauten Funktion auf Hexenmacht. Halte B gedrückt, um die Dauer deines Sprungs zu verlängern. Okay. Gibt's hier unten wenigstens noch was? Ja, gibt's. Können ja keinen Fallschaden kriegen, theoretisch. Ja, das ist ein Schlüssel. Wir können auch mit Sachen prügeln, die wir finden. Okay, damit können wir wahrscheinlich jetzt hier drüben die Truhe öffnen. Wir haben zu viel Schaden bekommen. Und hier haben wir irgendwas Besonderes gekriegt. A Voyage towards the True. Ich bin nun seit über 20 Jahren Journalist. Und mein Motto lautete stets, folge dem Licht der Wahrheit. Wage dich nach vorn. Es war meine Überzeugung, dass das Vermitteln der Wahrheit einen Grund... Ja, komm, das ist so Backstory. Interessiert uns nicht. Wir wollen eigentlich nichts weiter sehen, außer, ihr wisst schon, prügeln und haut. Zwei zusammengehörige Kristallstatuen, eine davon liegt in Trümmern. Sie würde auf übernatürliche Weise zerstört. Das hat eine lange heimliche Groll gepflegt. Ja, stimmt, wir müssen mir jetzt Hexenflechte. Ja, genau, deswegen passt das Kostüm eigentlich nicht, weil... Die Bayonetta verliert ja ihre Kleidung, wenn sie mit ihrer Hexenflecht oder ihren Haaren zuschlägt. Hat hier gerade Bad Boy gesagt. Ah. Okay. Weise des Lichts und Hexe des Schattens. Wie ihre beiden Kräfte sich messen, so wird das... Willst du laufen lernen über Wasser, so musst du den eigenen Feuerreifer beweisen und dem Blitz des Hades ausweichen. Ja. Wir müssen hier die Hexenzeit erweisen. Das Interessante ist, normalerweise sind es normale Hände. Aber das waren jetzt Bowser-Hände wegen dem Kostüm. Ja. War das jetzt eine Abkürzung? Hätten wir das gemacht machen müssen? So, wir sammeln jetzt von allem eine Sache. Eigentlich ist mir das eigentlich komplett egal. Ich will einfach nur die Story durchspielen. Hier ein bisschen Fanservice. Na gut, das ganze Spiel ist Fanservice. Das sind Eingänge zu Rodins Laden, wo wir so ein paar Sachen kaufen können. Wusste ich's doch. Hier wimmelt's nur von hämlich. Vom himmlischen Knecht Ruports. Das macht meine Freundin im Kellergeschoss ganz schön nervös. Und was willst du damit sagen?
Einige Orte der Welt im Paradiso oder sind im Paradiso oder Inferno näher. Unser Drecksloch von Heimat liegt beidem nahe. Aber die Vigrida sind ein ganz besonderes Völkchen. Sie stehen Paradiso näher als irgendjemand sonst. Und das macht mich verdammt unruhig. Ich sollte mich hier niederlassen und ein paar Heiligenscheine sammeln. Mit diesen dämlichen Ringen verdient man zu Hause ein Vermögen. Du scheinst ganz verrückt nach einem Kampf zu sein. Wenn du über ein paar von denen stolperst, bring sie her und ich statte dich aus. Also sammel Stuff. Noch jemand, der seine Taschen füllen will. Langsam verstehe ich, warum Enzo dich so mag. Reizend, lass uns eins mal klarstellen. Du kämpfst allein. Ich bin nur hier, um zu sehen, wie sich meine Handwerkskunst im Kampf so macht. Komm bloß nicht zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Ja, ich versuch's. How do the Americans put it? Oh yes. Bust a cap in your ass. Bust a cap right in your ass. Right on. Ja, das passt einfach nicht. Auf jeden Fall probiere ich alle Skins mal aus. Ich muss nur gucken, ob ich das schaffe. Das Tor zur Hölle betreten. Das sieht einfach nur falsch aus. Ja, ein bisschen too much. You here for business or pleasure? Either way, I'll hook you up. Symbol tragen nur die heißesten aller heißen Waren im Laden. Wenn du nicht weißt, was du suchst, vertrau diesem bekannten Gesicht. Okay, ich kann Techniken kaufen. Sprung ausweichen. Stiletto. Schlage mit größerer Geschwindigkeit und Stärke auf deine Gegner ein. Ja, warum nicht? Gegenstände. Rotglühender Schuss. Das hört sich falsch an. Mondperle. Erhält die Kraft des Mondes. Die Quelle der Zauberkraft einer Hexe. Erhöht den Maximalwert deiner Zauberkraft. Maximale Lebenskraft. Wundersame Dämonenmedizin. Ja, wird automatisch, wenn deine... Ah, okay. Das ist sozusagen wie eine Fee. Zubehör. Sergeys Liebe. Was? Matriona. Eine Hexe aus dem Fürstentum Moskau schuf dieses Band, mit einer Stärke an Dämonen rufen und sich in mehrere Wesen aufteilen kann. Okay. Und Waffen. Bald erhältlich. Rolins Schätze. Bald erhältlich. So, ich muss mal gucken, ob man den Skin wechseln kann, ohne jetzt den Speicherpunkt zu verlieren. So, Kapitelmenü. Ja, ich habe eigentlich gespeichert. Müsste eigentlich. Untermenü, Kostümwechsel. Ich weiß nicht, ob das besser ist oder das, aber ich probiere es einfach mal, okay? Ich hoffe, ich muss nicht alles neu machen. Ups, falscher Knopf. Oh nein. Das sieht auch nicht viel besser aus. Ist eigentlich genau das gleiche, nur in Pink. Eine Hommage an Peach. Also konnten sich die Spieler jetzt hier entscheiden, ob sie jetzt auf Daisy oder auf Peach fappen. Nee. Naja,
fragen wir das mal nicht. Gut, das bedeutet, ich muss hier durch. Auch wieder so eine Bowser-Klaue. Weiß zwar nie, aber das sieht hier jetzt auch nicht unbedingt. Oh, das ist sehr schwierig mit dem Ding. Ich weiß nicht, wie lang das Kapitel geht. Dieses Spiel ist einfach nur falsch. Also mit den Skins. Normalerweise ist es eigentlich kein Problem, aber... Oh, komm schon. Okay. Es ist einfach das gleiche in Pink. Ich mache jetzt erstmal dieses Level hier mit dem Peach-Kostüm zu Ende, so dass ich es nicht nochmal neu machen muss. Ich hoffe, das geht nicht zu lange. Und dann probieren wir mal das Samus-Kostüm aus, okay? Au. Ja, ist mir schon klar. Oh, komm schon. Gut, das ist also relativ linear, muss man sagen. Aber wenn ich die ganzen Zwischensequenzen überspringe, sollte es eigentlich recht schnell gehen. Aber warum läuft die denn so komisch, wenn die rennt? So ein bisschen X-Bein-mäßig. Macht die normalerweise mit dem... Vielleicht liegt es nur an dem Kostüm. Naja, müssen wir mal schauen. So, Waffen bald erhältlich, Zubehör brauche ich jetzt nicht unbedingt, Gegenstände. Ah, die Gegenstände habe ich gekauft, aber ich muss... Ah, okay, verstehe. Okay. Verstehe. So, warte mal. 1, 2. Oh nein, das sieht einfach nur falsch aus mit dem Bowser, ey. Das hätte nicht sein gemusst. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen Magie bekommen. Welchen Skin wollen wir denn als nächstes ausprobieren? Gut, wäre ja nur Samus-Skin oder der Originale. Warte mal, von da kam ich doch, ich Vollidiot. Kann ich auch schneller rennen? Aber der Soundtrack ist cool mit den Münzen. Ich finde, das hat was. Hauptbahnhof.
Habe ich das Ding nicht gefangen? Warte mal, da war doch... Ich meine mich daran erinnern zu müssen, dass im Original... Ist ja das Original, dass hier irgendwo noch eine Truhe war. Die Truhen sind halt nicht unessentiell. Also sollte man schon mal berücksichtigen. Ich weiß nur nicht. Aber warum hat die jetzt die Krähen nicht automatisch eingefangen? Die roten Krähen müssen wir auf jeden Fall sammeln. Blutränen Umbras. Ich habe keine Ahnung. Sieht das pinke Kostüm besser aus? Eure ehrliche Meinung. So, jetzt gibt's erstmal Thirdsbeere Upload. Erzengel. Okay. Na kommt. Au. Au. Aber ich habe doch eine Engelswaffe ausgerüstet. Au. Lol, ich kann mit der Trompete schießen. Holy shit. Der will nur spielen. Jetzt wird mein neues Haustier. Diese Kostüme sind einfach nur so falsch. So. Beach für Erwachsene. Au! Du Lümmel! Anfassen verboten! Habt ihr nicht noch irgendwo eine Waffe? Ha 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 ha
Hallo, hier kommt mein Haustier. Yum, 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 yum. Man kann das nicht so schnell drücken, wie man. Das Spiel reagiert nicht so gut. Wo haben wir es denn eigentlich? Ja, kurz vor 12, passt schon. Klar, zurück zum Spiel. Herrlich. Das ganze Spiel ist ein Fanservice. Diese Kostüme. Oh nein. Ja, ne? Kann man mal machen. Drücke X oder A. Okay. Ist hier nicht nur eine Truhe, die man verprügeln muss? Ich meine schon. So, ich kann doch bestimmt irgendwas herstellen. Lila Zauberlutscher. Warte mal, auswählen. Ah ne, der gibt mir nur... Ah, verstehe. Rot, blau, gelb. Okay. Grün meine ich. Muss ich mal gucken, ob ich mir irgendwo ein Gesundheitslolli machen kann. So, die Waffe nehme ich mal mit. Ja, kann man mal machen. Ja, yeah, ein Bad Boy. Da stimmt doch irgendwas nicht. Komm schon, Biomaus. What are you doing? Let's go. Ah, das ist ein Flashback. Au. Jetzt frisst jetzt die ganzen anderen Mädels auf. Au. Hat er mich getroffen? Das Arschloch. Aber ich kann halt auch nichts machen außer schießen, ne? Da war so nicht in der Mitte stehen. Warum verpisst du dich jetzt? Bring's zu Ende. Flashback. Als Peach sieht es einfach nur so falsch aus. Es sieht einfach nur so falsch aus. Ich habe ein Problem. Ich muss mich heilen. Warum das Ding so hässlich? Was ist das eigentlich? Das sind so Lichtwesen, die uns halt irgendwie Ärger machen wollen. Die sehen alle so hässlich aus. Vertrau mir, Jona, die sind alle richtig hässlich. Well, well. An Angelic Kim's Gold LP. Got your hands on something awfully rare, haven't you?
That thing is the perfect bait to coax out some of hell's uglies. One note hits their ears, and a damn who's who of inferno comes pouring out of the inner circles. Then I can use them to breathe life into what I make best. Massenvernichtungswaffen. Ja, sage ich nicht nein. Gib mir die Schallplatten und ich spasse hier, was das beim bloßen Anblick Engeln das Wasser in die Augen tränt. Ich werde nur kurz nach unten die Tropen verschwinden, um ein paar Sachen zu besorgen. Na dann. Dann wollen wir mal. Lalilu, lalilu, wo bleibst du, wo bleibst du? Und natürlich ein wenig Fanservice, oh yeah. Hey, ich habe keine Ahnung, was die Musikstücke hier angehen. Und es ist mir eigentlich auch... Ja. War zwar ein bisschen grob, aber unheimlich viel... Oh. Oho. Nicht schlecht. Aber die kann ich jetzt kaufen. Eine frühere Version der originalen Onyx-Rosen. Okay. Gegenstände. Ich muss mal ein bisschen was... Hinweis 3 nur für jeden Kunden. Ja, mache ich halt einfach mal. Klingt jetzt doof. Das Hexenherz. Dieses Peach-Kostüm würde ich nicht anziehen. Achso, ich habe ja noch dieses... Nein! Och man, ich wollte doch hier in dieses Menü. Objekte. Zuweisen, okay. Zuweisen, okay. Links haben wir also, okay. Mega-Lolli, dafür brauche ich... Verstehe. Ach so, das kann man ja auch noch machen. Wie benutze ich das eigentlich? Ah. Nein. Ich finde es halt lustig, dass man das halt machen kann. Ah, da ist der Große wieder. Yo, dieses Spiel, also macht es übrigens immer so. Ja, ich meine, wir haben Bayonetta 3 gespielt, okay. Also wir wissen, was uns erwartet. Ach so, jetzt müssen wir abhauen. Stimmt. Nummer 1, 2, 3. Ah, okay. Ja, jetzt lauf. Einfach laufen, einfach laufen. Thank you.
Hallo. Yam, 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 yam. Lecker. So gerade versucht, meine Kleine anzutatschen. Mmh. Lecker. Lecker Schmecker. So, Jonas Haustier ist auch gefüttert. Ganz mal sehen, die Bayonetta sorgt dafür, dass die Haustiere gefüttert werden. Ist doch schön. Haben wir die Engelsmetropole jetzt hinter uns gebracht. Das ist schön. Na, ja, Bronzeauszeichnung ist schwach. Oh wei. Ah, verdammt. Ich bin echt nicht gut in sowas. Ich kann mir die Dinger generell eintauschen, weil auf der anderen Seite, das ist das Beste, was ich brauchen kann. Stimmt, man kann sich ja hier auch in verschiedene Formen schon verwandeln. Also, einfach nein. Auch nicht. Auch nicht. Das passt einfach alles nicht. Okay. Machen wir das Original, okay? Sollte genug reichen. Migrit, Stadt der Déjà-vus. Ich würde aber auch jetzt hier den Stream beenden, weil ich einfach müde bin. Und ihr macht ja sowieso nicht mehr so lange. Wie viel haben wir es dann? Ja, komm. Kurz nach. Machen wir morgen weiter, hm? Machen wir morgen weiter. Also dann, ich hoffe, Bayonetta 1 hat euch soweit gefallen. Wie gesagt, nebenher läuft ja noch die Aufnahme. Dann haben wir es zumindest auch auf YouTube irgendwann. Und ich würde dann sagen, ja, gucken wir mal. Gespeichert haben wir. Jo. Tschö mit Ö. Gute Nacht.